Mehr als 3000 Taxis rollen auf Berlins Straßen. 11 Dienststunden pro Arbeitstag sind für die Fahrer das gewerkschaftlich genehmigte Pensum. Und mit den Fahrgästen ist es nicht immer das reine Zuckerschlecken. Ein Job also, der es in sich hat. In sich hat es allerdings auch die Idee, die einige Taxifahrer jüngst in die Tat umsetzten. Sie verboten dem Kunden Fahrgast, nämlich kurzerhand, das Rauchen. Der eine tat es höflich, der andere weniger charmant. In jedem Fall jedoch bestanden sie auf dem Ausmachen der Zigarre oder Zigarette. Begründung: Ihr Taxi sei ein Nichtraucherwagen. Dies war auch vermerkt auf der Rückseite des Freischildes, das jedoch bekanntlich beim Einsteigen des Fahrgastes runtergeklappt wird. Folge: Der Hinweis bleibt dem Fahrgast vorenthalten. Andere Fahrer wiederum hatten den Einfall, diskret an den Aschenbechern ein klitzekleines Schild anzubringen. Wir fragten die Taxi-Innung, ob dergleichen zulässig sei. Antwort: Die Nichtraucher-Taxis sind eine illegale Einrichtung. Der Fahrgast soll anhalten lassen, die zurückgelegte Wegstrecke zahlen und sich bei der Innung oder dem Kraftverkehrsamt beschweren. Will ein Fahrer nur Nichtraucher befördern, muss an den beiden hinteren Türen seines Wagens ein von außen sichtbares Schild angebracht sein. Bleiben wir gleich beim Rauchen. Jeder wird dem Fahrer, der am Taxistand wartet, die wohlverdiente Zigarettenpause gönnen. Steigt jedoch ein Fahrgast ein, so scheint es mir ausgesprochen unhöflich zu sein, fröhlich weiter drauf loszupaffen, ohne den Gast wenigstens um Erlaubnis zu bitten. Ganz abgesehen davon, dass das Rauchen des Fahrers während der Fahrt polizeilich verboten ist. Und hier noch eine andere Unsitte. Dazu erfuhren wir von der Taxi-Innung. Der Fahrer hat das Radio während der Personenbeförderung abzustellen. Vor allem dann natürlich, wenn der Fahrgast darum bittet. Weiterlaufen darf, ja, soll sogar der Taxifunk. Die Lautstärke jedoch muss gemäßigt sein. Erst wenn der Fahrgast ausgestiegen ist, darf der Funk wieder auf volle Stärke eingestellt werden. Dies musste einmal gesagt werden, denn wie heißt es doch so schön, der Kunde ist König.